Emotionen geleitet wird bei einem Thema, das eigentlich sehr dröge ist. Es geht bei Wirtschaft einfach um Zahlen. Gerade mal 17 Jahre hat dieser junge Mann hinter sich und redet schon wie ein erfahrener Politiker. Seit nunmehr 60 Jahren duellieren sich die besten Schüler Österreichs beim Jugendredewettbewerb auf geistiger Ebene zu den verschiedensten Themen und versuchen, die Jury von ihren Kompetenzen zu überzeugen. 60 Jahre, in denen sich viel verändert hat. Den oft gemachten Vorwurf der älteren Generation, die heutige Jugend wäre faul und politisch uninteressiert, können die Teilnehmer des Redewettbewerbs nicht unterstreichen. Es gibt sicher die einen und die anderen, aber ich habe das ziemlich lustig gefunden, wo davor der Vorsitzende das so angeredet hat, dass wir da genau das Gegenteil von denen sind, die da Koma saufen und so. Also stimmt jetzt auch nicht, wir sind jetzt da nicht jeden Abend um 10 schlafen gegangen. Jeder Jugendliche tut gerne mal fortgehen und ein bisschen auf den Putz hauen, aber wenn die Kompetenz gefragt ist, dann mache ich das halt so. Dann mache ich nicht so eine Gaudi draus und so nebenzu wie sowas Laschers, sondern wenn es gefragt ist, mache ich es, dann versuche ich das so perfekt, wie es nur geht, zu machen. Die Jugendlichen werden so ernst genommen, wie sie sich geben. Genauso wie in der Öffentlichkeit nicht die Leute, die in der Oliver Geissen Show sitzen, ernst genommen werden und die nicht als Repräsentanten einer Gruppe wahrgenommen werden und vom Bundespräsidenten eingeladen werden, werden halt auch die Jugendlichen, die sich nicht informieren, die sich nicht interessieren, die sich nicht engagieren, werden auch nicht wahrgenommen. Und ich denke, das ist wirklich in jeder Schicht einfach gleich. Die, die ernsthaft sind, die eine Meinung haben, die kompetent wirken, die werden ernst genommen, der Rest einfach nicht. Ich glaube, das ist kein Jugendproblem. Unter dem Motto, Neil Armstrong. Ernst nehmen die Teilnehmer vor allem die Themen ihrer Reden. Von persönlichen Anliegen bis hin zur Analyse der politischen Situation Österreichs, diese Kids überzeugen mit rhetorischer Kompetenz und geistreichen Kommentaren. Für sie ist es selbstverständlich, sich mit weltpolitischen Themen auseinanderzusetzen. Das fehlende Interesse manches Altersgenossen können sie sich kaum erklären. Es ist den meisten, glaube ich, einfach egal, weil sie sagen, sie leben da in Salzburg oder in Österreich und was interessiert mich das, ob jetzt die Schweiz von uns ein Schwarzgeld zum Beispiel hat oder nicht. Und das finde ich, das ist das Schlimmste, dass man sagt, das ist mir egal, das sollte man eigentlich nicht machen. Ich finde nicht, dass wir jeden Tag in der Klasse sitzen müssen und über Politik diskutieren müssen. Wenn man will, kann man das tun, aber man braucht es nicht. Jetzt einmal im Redewettbewerb, da haben wir die Chance nutzen können, uns damit beschäftigen. Ich glaube, mit 17 Jahren bin ich genauso in der Lage oder fast so in der Lage wie jemand mit 30 oder 40, Zeitungsartikel zu verstehen und zu lesen und sich selbst die Informationen zusammenzusuchen. Das finde ich immer, ist es so ein bisschen billig zu sagen, die Jugend die interessiert sich nicht für Politik, die Jugend die weiß nichts mehr, weil die Erwachsenen wissen auch nichts. Es ist ja auch nur eine gebildete Schicht, die das bei den Erwachsenen sagt, die Jugendlichen sehen und sagen, die wissen gar nichts mehr. Weil es gibt schon die was wissen bei den Jugendlichen, es sind halt genauso wenig wie bei Erwachsenen. Es gibt genauso Erwachsene, die sagen, ist mir alles wurscht. Nur da darf man es dann aus irgendeinem Grund. Für externe Personen wäre es sicher interessant zu hören, wie es die Jugendlichen wirklich sehen. Eine Bühne für die Jugend, auf der man nicht nur gehört, sondern mit etwas Glück auch noch ausgezeichnet wird. Herzliche Gratulation an alle Gewinner.